Hallo, was machen Sachen? Ja, es wird Zeit für ein neues VTuber-Tutorial. Wir haben uns jetzt die letzten Tutorials mit Bones beschäftigt. Wir wollen das auch ein bisschen ausarbeiten. Ich wurde des Öfteren gefragt. Ja, ich habe mir jetzt in VRealm Studio einen Charakter erstellt. Ich habe jetzt zum Beispiel die neuen Ohren genutzt, wie jetzt die Kaninchenohren, die Katzenohren. In VRealm Studio funktionieren diese, aber habe ich das jetzt raus exportiert, funktionieren die nicht mehr. Die sind alle sehr steif und haben halt keine Physics mehr. Ja, das ist halt doof gelaufen. Liegt daran einfach, dass halt aus irgendwelchen Gründen VRealm Studio momentan halt die Bones für die Ohren halt nicht mit raus exportiert. Und ja, genau das werde ich euch zeigen, wie man das im Blender wieder fixen kann. Ich werde es euch anhand von Ohren zeigen, wie man das halt aufsetzt, wie man Bones erstellt, wie man die richtig verlinkt an das bestehende Skelett, wie man Rage Paints aufsetzt und wie man das dann halt in Unity alles richtig zusammensetzt, dass man dann halt schlussendlich Physics auf den Ohren hat. Die Art und Weise, wie ich das zeige, könnt ihr das für alle anderen Körperteile auch nehmen. Ihr müsst halt immer nur ein bisschen darauf achten, wo ihr was hin verlinkt. Dass ihr das ein bisschen sinnvoll macht, dazu kommen wir dann aber gleich, wenn wir soweit sind. Wenn man das sehen, das ist immer ein bisschen schöner, wenn man sieht, wie es gemacht wird, wie wenn ich das jetzt euch erkläre und ihr habt, was will die von mir? Werden wir halt gleich nochmal genau durchgehen. Wie gesagt, ich werde Schritt für Schritt euch zeigen, wie ihr das macht. Ich werde nicht den kompletten Aufbau in Unity zeigen, dafür habe ich ja schon andere Tutorials gemacht. Ich werde euch nur noch explizit mal den Parts zeigen, wie man halt die Physics an die Objekte bringt, in dem Fall halt die Öhrchen. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir am Anfang an. Gehen wir mal in Blender. Einmal in Blender angekommen. Ich habe jetzt schon das Modell importiert. Das ist das Modell, wie es aus VRealm Studio kommt. Ich habe noch nichts dran verändert. Wie ihr seht, das komplette Rig ist vorhanden. Es ist ein bisschen was Überflüssiges da, die halt mit raus exportiert werden, falls halt Hoodie getragen wird oder so weiter. Überflüssige Sachen könnt ihr, wenn ihr wollt, löschen. Ihr könnt es auch da lassen. Es tut keinem weh. Es fällt nur auf, hier oben bei unseren Öhrchen, da haben wir nichts. Da sollte eigentlich was sein. So, und ja, das wollen wir jetzt erstellen. Wir erstellen halt erst die Bones. Und da das ja Öhrchen sind, die sind am Kopf festgemacht. Sprich, wir müssen die auch die Hierarchie beibehalten, dass auch der Körper weiß, wo was mit geparent ist. So nennt sich das. Es gibt immer ein Parent und ein Child. Der Parent gibt an, wie sich das Child bewegt. Also Childs gehen immer nach dem Parent. Das haben wir auch hier. In dem Fall, gehen wir mal auf den Pose-Mode. In dem Fall ist das hier unser Parent und alles, wo die Striche hingehen. Die ganzen Haare sind die Childs von dem Kopf. Und dadurch können wir halt Sachen machen. Der Kopf bewegt sich und alles andere geht mit. Es ist halt immer so, die Hierarchie funktioniert so. Der Oberste gibt immer den Ton an. Der Oberste ist immer der Parent und alles, was es drunter nennt sich Child. Und wie gesagt, Childs richten sich nach dem Parent. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf die Haare gehe, ist das jetzt der Parent und die hier drunter sind die Childs. Und dem ist das vollkommen egal, dem anderen. Parent, der steht ja über dem hier. Dem ist das vollkommen Jacke, was wir machen. Es bewegt sich halt nur alles, was drunter ist, mit. So funktionieren halt ja die Hierarchien in den Bones. Und wir wollen ja jetzt welche für die Ohren machen. Und die sind nun mal, wer hätte es gedacht, Childs von unserem Kopf. Also ist es sinnvoll, wenn wir direkt die an den Kopf machen. Ich mache es mir leichter für die Struktur. Ich nehme direkt halt hier den Böppel von unserem Kopf, drücke E, mache mir einen neuen Bone. Und wir haben zwei Ohren, mache das gleiche nochmal. Das muss jetzt alles nicht 100% symmetrisch sein. Kleine Abweichungen sind okay. So, wir haben die ersten Bones, die wir brauchen. Die sind jetzt sehr weit unten, da fangen unsere Ohren nicht an. Generell gilt, der unterste Teil ist der Startpunkt der Rotation. Es wäre jetzt hier wie sinnfrei, wenn das hier unten sich rotiert und unser Ohr mitgeht. Das würde dann hier unten irgendwo landen, wenn sich das rotieren würde. Das brauchen wir jetzt nicht. Wir können halt hingehen und sagen, okay, wir machen das höher und platzieren den hier hin und den hier tun wir halt nicht zuordnen. Können wir auch machen, kein Problem. Ich mache mal das ein bisschen, finde ich, für mich einfacher wie hier. Wir haben ja auch hier diese getrennten Bones, das können wir auch hier machen. So, um den Effekt zu erzielen, um das halt zu trennen, gehen wir unsere Bones, drücken wir Alt-P und drücken Disconnect Bones. Und dann können wir die einfach hier hochziehen, wo wir sie brauchen, ohne dass wir halt unnötig viele Bones machen müssen. Gerade am Kopf ist es doch sehr übersichtlich, wenn man das halt so macht. Man kann natürlich auch, wie gesagt, halt leere Bones nutzen, die man halt nicht zuordnet. Wird dann halt gerade am Kopf doch sehr unübersichtlich. Das finde ich halt so übersichtlicher. Es darf halt jeder für sich entscheiden, da will ich keinem was vorgeben. Es gibt mehrere Wege, wie man seine Ziele erfüllen kann. So. Jetzt müssen wir die halt natürlich richtig platzieren, dass die halt an die Ohren passen.
Ich hatte ja bereits schon gesagt, ihr müsst da ein bisschen aufpassen, wo ihr die Bones setzt. Das hier ist unser niedrigster Rotationspunkt, sprich, wir gehen in Pose-Mode. Dort wird halt der Bone rotiert. Das müssen wir im Hinterkopf behalten, um zu gucken, wo wir den platzieren. Ich platziere den so minimal unterhalb der Ohren. Mache das auf beiden Seiten. Und wie gesagt, es ist jetzt hier nicht dramatisch, wenn das nicht 100% symmetrisch ist. Dann geht die Welt nicht von unter. Ihr müsst halt nur gucken, ob das von allen Richtungen passt. Wie seht, ich habe jetzt erstmal die Ohren nur bis zur Hälfte gemacht. Ich möchte, dass die Ohren ein bisschen dynamischer sind, nicht ganz so flach sind. Das heißt, ich brauche mehr Bones. Einmal E drücken und ziehe die mir dann halt passend wieder hin. Für die Ohrengröße und die Form würde ich sagen, reichen für mich 2. Ihr könnt auch 3 oder 4 nehmen, es ist euch überlassen. Ihr müsst halt immer überlegen, umso mehr Bones ihr habt und die halt mit White Paints versehen, umso aufwendiger wird es halt für euer Programm, das dann alles zu berechnen. Aber wieso haben wir das jetzt eigentlich gemacht? Wieso haben wir jetzt nicht nur einen Bone gemacht, sondern halt 2? Liegt ganz einfach daran, das wirkt einfach dynamischer. Wir gehen zum Beispiel hin, bei den Haaren haben wir in dem Fall halt auch, ja, ich glaube, den hier sehen wir ganz gut. In dem Fall haben wir hier 3. Wenn wir nur einen hätten, gäbe es halt nur diese Bewegung. Es würde alles nur in eine Richtung gehen. Dadurch, dass wir jetzt mehrere Bones drin haben, sind wir dynamischer und können auch dies hier tun und haben ein bisschen mehr Bewegungsspielraum. Die sind halt nicht so einheitlich. Das wirkt einfach schöner, wie wenn es halt einfach alles in eine Richtung nur geht. Gerade wenn man Physics drauf hat, macht das doch einen großen Unterschied. Dann gehen wir wieder auf unseren Edit Mode. Da wir direkt im Edit Mode hier den Parrot draus gezogen haben, haben wir das auch richtig gesetzt. Es ist so, wie es sein soll. Falls es aus Gründen, ihr habt das aus Versehen irgendwo falsch dran gemacht oder ihr habt es gar nicht dran gemacht oder ihr habt es aus Versehen gelöscht, kein Problem. Den Parrot kann man im Nachhinein auch setzen. Einfachste Variante, wir klicken einen Bone an im Edit Mode. Gehen, ach, hier sind wir schon auf dem Bone, hier den kleinen grünen Bone. Dann gehen wir unter Relations und da haben wir schon direkt den Parent. Kann sein, dass da einfach nichts drin steht. Dann ist der halt nicht gesetzt, da hat er gar keinen Parent. Aber wir brauchen einen Parent, dass die Hierarchie funktioniert. Da könnt ihr halt Folgendes machen, ihr könnt das manuell suchen. Oder ihr könnt hingehen, da drauf drücken, F2, dann kriegt ihr den Namen, Steuerung C. Klickt da wieder drauf, da drauf, Steuerung V, A. Headbone, ja, den nehmen wir, zack, ist es wieder da. Funktioniert mit allen. Funktioniert auch mit Bones, die ihr zum Beispiel aus Rebirth Studio importiert habt. Wenn ihr halt dort irgendwas mit den Haarteilen macht, könnt ihr das genauso machen. Ihr könnt dort die Parents verändern, dass ihr zum Beispiel Klassiker, ihr habt einen Schweif gemacht. Der ist in Rebirth Studio meistens auch, weil es Haare sind, an den Kopf gepinnt. Da ist der meistens normalerweise nicht fix gemacht. Meistens hängt der an der Hüfte oder an dem ersten Bone hier, an unserer Wirbelsäule, je nachdem, wo er halt dann rauskommt. Dementsprechend könnt ihr den dann halt platzieren. Ich gebe euch noch einen kleinen Tipp. Wenn ihr das später in Unity euch ein bisschen einfacher machen möchtet, benennt die Sachen um. Wir gehen mal so, ihr seht gleich warum. Drücken F2, was halt einfach umbenennen ist. Das Ding heißt Bone. Ja, den werden wir lebstag wahrscheinlich nicht so wirklich finden. Gerade wenn ihr Sachen aus Rebirth Studio rausrendert, habt ihr meistens kompletten Zahlenwahnsinn dahinter. Also nennt euch die Sachen um. Oder nennt zumindest den ersten Bone um, dass ihr die Reihe wiederfindet. Dass ihr auch wisst, wo gehört er eigentlich hin. Wir gehen hier hin. Das ist ein Ohr. Wir nennen es Ohr. In dem Fall links. Wir gucken halt immer von hinten auf das Modell. Deswegen rechts und links halt, wenn ihr von vorne drauf guckt, spiegelverkehrt. So sind die Programme halt eingestellt. So funktioniert jedes Animations- und Rig-Programm. Die haben sich alle drauf geeinigt. Man schaut auf hinten auf die Modelle und so ist dann halt links und rechts gegeben. Das ist halt überall gleich, es ist einheitlich ist. In dem Fall mache ich Ohr links 0,0. Ich könnte den jetzt oben 0,1 nennen, aber ich brauche für Physics nur den unteren, weil das sich halt dann ergibt. Das seht ihr dann, wenn es soweit ist. Hier das gleiche. Ohr in dem Fall rechts. 0,0. Ja, wenn ihr das in den Physics noch mal ein bisschen genauer einstellen möchtet, wenn ihr zum Beispiel Teile habt von Haaren, die länger sind und Teile, die kürzer sind, dass ihr zum Beispiel bei den längeren Haarteilen eine Gravitation mit rein möchtet oder dass sie sich halt einfach ein bisschen schwerer bewegen, solltet ihr das umbenennen, dass ihr halt verschiedene Gruppen machen könnt, die ihr halt mit verschiedenen Werten verseht. Bei ihm ist mir das vollkommen egal. Ich nehme überall den gleichen Wert, also hat sich die Sache erledigt. Ich habe mir die Arbeit gespart. Ja, wie gesagt, wir können halt einfach Sachen, die wir nicht brauchen, einfach rauslöschen, was man nicht haben kann und sich stören. Vergesst nicht ab und zu mal zu speichern, nicht, dass Blende abstürzt und ihr habt jetzt sehr viel Arbeit gemacht und es ist weg. Ist immer wichtig.
So, unsere Bones sind gesetzt, die sind auch richtig verbunden mit unserem schon bestehenden Rig. Jetzt müssen wir unsere Bones an unserer Geometrie verbinden. Dazu gehen wir in den Object Mode. Wir drücken einmal auf das Mesh, das wir verbinden möchten. Wir drücken dann einfach mit Shift auf die Bones, auf das komplette Ding. Steuerung P mit Empty Groups. Wir wollen halt die Rate Pains nicht verändern. Wir möchten sie nur hinzufügen. So. Wir haben unsere Bones jetzt hier unseren Vertex Groups hinzugefügt. Die sollten auch relativ weit unten irgendwo sein. Ja, hier haben wir so Ohren. So, hier haben wir unsere Ohren. Ist doch noch ein bisschen leichter sortiert. Mit dem Zahnbär war es halt einfach nichts. Sagt, ihr müsst es einfach ein bisschen clever benennen, dass ihr es findet. So. Jetzt wollen wir Rage Paints hinzufügen. Einfach damit die Bones wissen, welche Vertices halt wie viel mit bewegt werden, wenn ich halt den Bone bewege. Bis jetzt wird er wahrscheinlich komplett am Kopf hängen. Wir schauen da einfach mal. Wir gehen auf Weight Paint. Ist einmal im Weight Paint Modus. Wir haben hier oben ein paar neue Reiter, die sich an unserem Pinsel richten. Je nachdem, was wir haben, haben wir da auch ein bisschen was anderes stehen. Gehen wir gleich durch. Wir haben hier nochmal unter Tool den Pinsel oder halt je nachdem, was wir ausrichten, halt nochmal ein bisschen genauer. Das Wichtigste ist, was wir jetzt halt für den Anfang brauchen, ist halt einfach das Weight an sich. Das gibt einfach nur an, wie stark sich was bewegt. Eins ist halt rot, ist voll. Dann halt je nachdem, wie stark es genutzt wird, von gelb zu grün zu blau zu dunkelblau. Dunkelblau ist keine Bewegung. Wenn ich auf 0 gehe, ist keine Bewegung und das wegradiere. Keinerlei Bewegung drin. Wir müssen halt aufpassen, momentan sind wir in der Hüfte drin. Wenn ich hier was anpainten würde, würde sich halt, sobald sich die Hüfte bewegt, also der Hüftbone sich bewegt, würden halt alles mitgehen, was halt irgendwie ein bisschen minimal nur ja, angemalt ist. Radius ergibt sich halt selbst, ist der Radius von unserem Pinsel. Und halt nochmal eine Stärke, einfach wie stark es halt nochmal aufgetragen wird. Dann selbst wenn ich halt hier auf volle Pulle gehe, Stärke nicht ganz durchgedrückt habe, habe ich halt auch hier mehr so ein Türkis. Wenn ich die volle Power gehe, dann habe ich halt wieder komplett. Machen wir voll. Dann haben wir hier so ein kleines Blur-Tool, das halt einfach, ja, Sachen verwischt. Damit man halt keine harten Kanten hat. Dann haben wir hier eine Orange, was einfach alles gleichsetzt. Das nimmt sich halt dann den Mittelgrund und färbt alles gleich ein. Mit so einem minimalen Gradient, je nachdem, wie halt der Verlauf ist. Dann haben wir hier nochmal so ein Smear-Tool, mit dem man das ein bisschen hin und her schieben kann. Und ein Gradient-Tool, das halt, ja, einen Gradienten zieht. Immer von oben, abgehend, abschwächend, wohin man es halt auch zieht. Wenn man das unterhalb platziert, nimmt halt einfach die komplette Fläche mit. Was immer sehr praktisch ist, wenn man irgendwo Fehler hat, dass man die dann ausgleichen kann. Wenn ich jetzt halt auf 1 habe, den unten hinziehe, dann wäre der halt komplett. Da das ja bei der Hüfte hängt, wollen wir gar keinen. Machen wir es komplett blau. So, was wir folgendermaßen machen. Unsere Ohren hängen an unserem Kopf dran. Sprich, wir wollen, dass sie es auch mitbewegen, wenn sich der Kopf bewegt. Also müssen wir den untersten Teil mit an den Kopf tackern. Funktioniert aber folgendermaßen, indem wir hier irgendwo den Kopf suchen. Irgendwo müsste der sein. Da ist der Kopf. Momentan alles komplett rot. Heißt, wenn sich der Kopf bewegt, bewegen sich die Ohren komplett mit. Das ist nicht das, was wir möchten. Wir gehen mit dem Gradienten und gucken, dass wir halt nur so das unterste Stück haben. Wir können das ein bisschen schöner ausbessern, dass wir dann halt eine Gerade haben. Wir können hier hingehen, zum Beispiel mit dem Blur-Tool, hier die Ecke fehlt. Na, hat nicht so ganz funktioniert. Gehen wir vielleicht auf 1, dass wir das halt hier auf eine Ebene haben. Dass wir das schön gerade haben. So, jetzt haben wir hier genau eine Gerade. Das, was jetzt rot ist, bewegt sich immer dann mit, wenn es am Kopf ist. Und dadurch, dass wir das geparent haben an den Bones, bewegen die sich ja jetzt auch mit. Und jetzt müssen wir ihnen sagen, okay, der untere Teil bewegt sich mit am Kopf und nimmt alles mit. Jetzt wollen wir, sobald sich der Bone bewegt, mit Hilfe von Physics, soll die erste Hälfte vom Ohr mitkommen. Müssen wir die finden? Wir gehen hin und suchen unser Ohr. In dem Fall Ohr links. Wir haben uns gemerkt, wir schauen einfach von hinten auf die Modelle. Also ist unserem Fall halt rechts, links. Um uns das alles ein bisschen einfach zu machen, gehen wir einmal in den Edit Mode. Markieren uns das Ohr.
gehen wieder in den Rage Paint Mode zurück, klicken hier auf diesen Punkt und jetzt sind alle Vertices, die wir selektiert haben, als Maske, sprich wir können nur hier drauf malen, nicht hier drauf. Immer sehr praktisch. Ja, das mal weg. Immer sehr praktisch, wenn man halt so nah aneinander baut. Und wir wollen halt links und rechts trennen, dass sie sich halt getrennt voneinander bewegen können. Macht ja Sinn. So, dann gehe ich hin, nehme den Gradienten, den finde ich persönlich einfacher, gerade bei sowas. Suche mir mein Ohr, Ohr links 0, 0 war bei mir unten. Und sage, du bewegst dich von hier. Wir hatten ja hier den untersten Teil, ja, schon einen Kopf gepinnt, den müssen wir jetzt nicht anmalen. Da müsst ihr einfach ein bisschen im Hinterkopf behalten, wo ihr was habt und das so ein bisschen beachten. Bis ungefähr, als Orientierung nehme ich mir halt einfach unseren Ball. Dann gehe ich auf links 1, das ist jetzt der Bone hier. Mache ich wieder volle Bulle und sage, okay, du gehst bis hier. Kann auch immer checken, habe ich ungefähr die gleiche Höhe erwischt. Ja, in dem Fall funktioniert das wunderbar. Jetzt gehe ich auf die rechte Seite. Dann gehe ich wieder hin, Edit Mode, demaskiere mir das und mit L maskiere ich mir das hier. L maskiert halt immer die komplette Gruppe, die aneinander hängt. Gehe wieder in Rage Paint und mache das Ganze für die rechte Seite. Wieder die 0 bis hier unten, ja, ein bisschen mehr. So. Auch wieder hier bis zum Ball. Gehe auf die 1. Und auch hier wieder bis zum Ball. Und guck, ob das so passt. Ja, das sieht gut aus. So habe ich mein Weight Paints festgelegt. Alles, was rot ist, bewegt sich, sobald der Bone sich bewegt. Und alles, was blau ist, dem ist das vollkommen egal. Auch hier wieder, wenn sich der Bone bewegt, geht alles das, was rot mit. Was rot ist mit und so weiter und so weiter. Im Pause-Mode können wir einfach kontrollieren, ob wir nicht irgendwo halt, irgendein Vertices vergessen haben. Es sieht nicht immer unbedingt schön aus, aber es ist jetzt nicht so weiter schlimm. Unity wird das eh ein bisschen anpassen. Es glitscht aber nirgendwo irgendwas durch, dass halt die Ohren halt, was weiß ich, hier bewegt das und hier kommt halt der Boden mit hoch. Hört alles zu funktionieren. Können auch sicherheitshalber neu in den Kopf testen. Ohren kommen mit. Funktioniert alles wunderbar. Einmal speichern. Okay, einmal in Unity. Ich nutze das gleiche Projekt, wie ich auch für die anderen Tutorials genutzt habe, das in Unity ist. Sprich, ich habe das Plugin schon drin. Ich habe Jonas auch das erste Mal schon drin. Ich habe Materialien aufgesetzt, sie halt an die richtigen Stellen gebracht. Ich habe auch sein Rig schon aufgesetzt. Das ist Humanoid. Ich habe die Konfiguration angepasst. So, jetzt wird es Zeit, ihn das erste Mal zu exportieren bzw. wieder zurück zu importieren, dass wir ein VRM-Format haben, dass wir halt Physics festsetzen können und halt auch Blend Shapes. So, wir klicken einmal auf ihn drauf, gehen auf VRM 0, Export to Unity VRM, füllen den Quatsch aus. So, mit diesem Import-Export direkt wieder zurück in Unity haben wir unsere Konvertierung erstellt oder unsere erste Konvertierung. Wir machen ihn mal kurz mit dem Auge unsichtbar, ziehen unsere konvertierte Version hier rein, auch unter die Sample Scene direkt, dann er da schön mittig steht. Und jetzt können wir an diesem Modell halt Blend Shapes und Physics feststellen. Blend Shape habe ich euch schon mal gezeigt, wie man die halt mit einem Modell verbindet. Wir machen jetzt Physics. Wir wollen die Spring Bones aktivieren oder festlegen. Dann gehen wir unter Secondary. Da, mal zur Seite, da haben wir auch schon direkt die Spring Bones. Ich bin so dreist und kopiere mir den Component. Je nachdem, wie ihr was miteinander verbinden möchtet, braucht ihr mehrere Components, weil ihr ja mehrere Sachen verbinden möchtet. In dem Fall, ich möchte die Haare und die Ohren. Wie gesagt, wenn ihr zum Beispiel längere Haare habt, könnt ihr das Pony und die längeren Haare getrennt voneinander machen oder jede einzelne Partie getrennt voneinander, dass sie sich halt nochmal ein bisschen smoother bewegen. Das ist euch überlassen. Ich zeige euch halt die Basics. Wir machen es halt einfach, was einfacher ist. Haare und Ohren getrennt. Dann gehen wir hin. Wir haben hier die Wood Bones. Und da müssen wir jetzt unsere Bones halt verbinden. Die suchen wir uns einfach in der Armatur oder Amateur. Weil mein Englisch wieder on fleek ist hier. Spine, Chest, Upper Chest, Neck, Head. Und hier haben wir schon die ganzen Haare. Mal auf Secondary gehen. Ja, man verklickt sich da schnell, man darf halt nicht doppelklicken. Und dieser ganze Zahlenwirrwarr, das sind meine Haare. Und die ziehe ich jetzt alle hier rein. Einfach
draufziehen. Die Zahl passt sich automatisch an. Ja, das hier ist alles ein bisschen unübersichtlich, deswegen hatte ich am Anfang gesagt, benennt euch das ein bisschen clever. Ich war jetzt halt einfach faul, das ist meine Strafe. Falls ihr irgendwas doppelt angelegt habt aus Versehen, würde es euch spätestens beim Export die Engine sagen, dann müsst ihr halt einfach nochmal drüber gucken. So, was wir jetzt halt machen müssen, einmal festlegen, wie stark soll sich was bewegen. Wir können halt einfach die Stiffness Force, also die Steifheit festlegen. Umso höher der Wert, umso steifer ist die Sache. Ich gehe einfach mal auf 0,8. Wir können Gravity Power, also Erdanziehung hinzufügen. Macht bei kurzen Haaren wenig Sinn, bei langen Haaren macht es Sinn, da sie sich halt dann einfach gen Boden ziehen. Sprich, wenn man lange Haare hat und keine Gravitation hinfügt, dann bewegen sie sich halt mit dem Charakter. Man neigt den Kopf zur Seite und die Haare gehen halt in einer geraden Linie weg. Fügt man Gravitation hinzu, bewegen sie sich wie normale Haare und versuchen halt möglichst nach unten zu kommen, je nachdem, wie stark man die Gravitation einstellt. Und Drag Force ist einfach, wie stark werden die hinterhergezogen? Es ist dann halt auch einfach Präferenz, Geschmackssache, ob ihr halt, ob die langsam hinterhergezogen werden, dass da so ein bisschen Delay, wenn ich mal hinterherkommt, oder halt, ob es halt direkt mitgezogen wird. Das müsst ihr für euch festlegen, wie ihr es wollt. Probiert es ein bisschen aus. Ihr könnt das Ganze natürlich auch testen, indem ihr auf Play drückt. Dann wechselt ihr zurück auf die Szene. Dann bekommt ihr wieder eure komplette Szene zurück. Dann gehen wir hier in unseren Jonas und ziehen ihn mal so ein bisschen hin und her und gucken, gefällt mir das? Dann können wir auch hier hingehen, sagen Secondary, können das anpassen, was weiß ich. Ich gehe mal hier auf 0,1 und können uns den Vergleich ansehen. Wir müssen halt immer wieder zurück auf ihn. Ja, wie man sieht halt, dadurch, dass wir das jetzt halt gewickelt haben, haben wir halt so gut wie keine Steife in unseren Haaren. Wenn wir im Gegensatz halt einfach hingehen. Und sagen, wir machen da einfach mal eine 3 hin. Gehen auf den Jonas zurück. Ist das auch alles sehr, sehr steif und hakelig. Da könnt ihr dann halt einfach anpassen. Aber wichtig, was ihr im Hinterkopf behalten müsst, sobald ihr im Play-Modus seid und irgendwas irgendwie verändert, das wird sich nicht gemerkt. Drückt ihr wieder Play, dass ihr auf den normalen Edit-Mode zurückkommt, ist alles weg. Wir haben jetzt hier wieder 8, wir hatten sie eben auf 3 stehen. Es ist halt zurück. Alles, was ihr im Play-Modus verändert, verändert ihr nicht in dem Edit-Modus. Ihr könnt auch nichts im Play-Modus ausrendern. Es ist halt wirklich nur zum Testen und zum Probieren. Alle Änderungen müsst ihr dann halt euch merken, was ihr gemacht habt und halt festlegen. So, Haare funktionieren jetzt soweit, wie ich das möchte. Ich brauche halt einen neuen Component mit den Ohren. Ihr könnt halt hingehen über Add Component, Springbones. Springbones könnt ihr hier finden. Ihr könnt halt auch, wie gesagt, einfach das kopieren und dann halt Paste as New Component einfügen. So, jetzt haben wir hier. Auch hier, wir haben die Ohren, die haben wir clever benannt. Ein Ohr, zwei Ohren. Dann sage ich, die sind ein bisschen steifer. Dann gehe ich auf 0,6 und mache vielleicht mal eine Drag Force von... Was wäre besser, wenn sie steifer oder lockerer sind? Ich probiere es einfach mal aus. Ich gehe erstmal auf 2. 2. Bleibst du? Okay. Dann Play. Scene. Einmal hier zurück. Oh, die sind doch sehr wackelig. Das ist aber nicht... Habe ich die falsch eingestellt? Ja. 0,2. Ah, 2. Ja, jetzt wackelt es nicht ganz so stark hinterher. Wir können es einfach mal höher stellen. Gehen wir mal auf 0,7. Gehen wieder auf ihn drauf. Da schwingt es doch sehr langsam nach. Was auch nicht so verkehrt ist. Wie gesagt, es ist dann halt einfach komplett euch überlassen, was euch am besten gefällt. Aber wie auch immer, wir haben irgendwas im Play verändert. Es ändert sich halt nicht in unserem Modell drinne. Das müssten wir hier dann wieder anpassen. Mal sagen, okay, Drag Force auf 0,2 war nicht so. Wir gehen mal auf 0,5 oder 0,6. Das war eigentlich ganz nice. So. Und so hätten wir die Physics dann halt einfach ganz einfach angelegt. So. Und so könnt ihr quasi alles, was halt Bones besitzt, halt mit Physik versehen, dass es sich halt einfach mitbewegt.
Geht halt auch um Flügel, um Schweife oder andere Geschichten, die halt rumfliegen, wenn man irgendwie eine Maskottchen hat, das hier irgendwo in der Ecke rumfliegt oder ein Ballon oder was weiß ich, dass sich das alles halt mitbewegt und halt ja, seine eigene Physik hat. Ja, ihr müsst nur aufpassen, es gibt ein paar Sachen, die man halt nicht mit Physik versehen kann. Das ist zum einen halt einmal das Hauptmodell, weil ihr das ja quasi für eine Animation braucht. Und halt, wenn ihr Custom-Animationen halt hinzufügt, sprich, ihr habt jetzt Beispiel bei Flügel ist mal ganz schön, wenn ihr halt eine Animation habt, bei dem ihr mit den Flügeln schlagt, dann könnt ihr halt die Bones, auf die die Animation wirkt, also auf die halt für die Animation zuständig sind, nicht mit Physik versehen, das funktioniert nicht. Jetzt bei dem Beispiel Flügel, also ist immer ganz gut, da müsstet ihr den ersten Bone mit einer Animation versehen und alle anderen, die danach kommen, alle anderen Childs, könnt ihr dann mit Physik versehen, das würde gehen. Da müsst ihr halt aufpassen, wenn ihr euch sowas plant. So, wenn wir jetzt auch Blendshapes noch festgelegt haben, können wir unseren finalen Export machen. Wir klicken auf unser fertiges Modell, VM0, Export. Gucken, ist das alles noch so okay. Stellen eventuell auf Englisch um, damit wir auch verstehen, was los ist. Und dann exportieren wir das dahin, wo wir es finden. Jetzt haben wir ihn exportiert, jetzt können wir ihn noch testen. Ich schalte kurz Magic Mirror aus und wir sehen uns gleich in VC Face. So, dann einmal in VC Face angekommen. Ja, Ohren bewegen sich, Haare bewegen sich, ist auch das, was wir wollen. Haben wir Ziel erreicht, würde ich sagen. Und dann, ja, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte euch auch helfen bei Problemen. Falls es weitere Fragen gibt, könnt ihr mich gerne anschreiben. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln eurer eigenen Charaktere. Dann, ja, auf Wiedersehen und wir sehen uns im nächsten Tutorial oder im nächsten Video. Tschüss!